Ja, toll, dass Jules Verne hier demnächst Einzug hält bei Walkabout Minigolf. Also sieht ja absolut genial aus, ne? Hier durch die Nautilus. Genial gemacht. Super, das Boot kam eben angeschwommen hier oben. Ja, toll. Muss man nur leider separat kaufen. Ist so, dass Jules Verne hat, glaube ich, drei Level. Ja, oder sechs. Sagen wir mal, 1, 2, 3. Das unten ist dann wahrscheinlich nur die schwere Version. Genau. Das ist immer die normale und die schwere Version, glaube ich. So wie in den ersten Leveln auch. Problem ist nur, tja, Platz besorgen. Kostet 2,99. Ne? Ist, wie gesagt, das ist schön, dass man hier so eine Vorschau hat. Die ist auch toll. Die ist so echt toll. Ja. Vor allem, wenn da gleich das, wo ist es denn jetzt? Das Beiboot angeschwommen kommt. Von irgendwo her. Ah, vielleicht von da hinten. Nein. Irgendwann kommt sie angeschwommen. Es ist super genial gemacht. Auch die Details hier, die kleinen Türen und so weiter. Hier Regale drin, da die transparente Kuppel. Das ist schon saumäßig genial gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Da unten ist irgend so ein Zyklop drunter. Da kommt das Ding angeflogen. Guckt dir das an. In 3D kommt das Beiboot angefahren und dockt dann da oben an. Also ist schon, ja, kann man so sagen, ne? Ist schon genial. Aber 2,99, 3,69 sind nur 10 Euro, aber ne, ja, ist jede Stufe anscheinend so. Oder ist das eine andere? Ist das nicht dieselbe in Schwer? Ah, das ist doch eine andere. Das ist nicht dieselbe in Schwer. Doch, das ist dieselbe in Schwer. Das Beiboot ist anscheinend kaputt und verliert Luft. Also das Ganze nochmal auf dem Vulkan, das heißt, die Bahnen da drin sind dieselben, aber verändert. Schwieriger gemacht. Da unten bewegt sich irgendwas. Oh, da ist schon Lava reingelaufen oder so. Da schwimmt schon irgendwie so ein Waschbottich. Also, das sieht schon genial aus, muss man einfach zugeben. Aber ich, das ist halt schon wieder 6 Euro, beziehungsweise 18 Euro. 3,69, 18 Euro. Oder wenn man nur die normale Schwierigkeit. Ach so, bald erhältlich. Da kann man nicht mal die Reise zum Mittelpunkt der Erde. War auch angekündigt, habe ich heute gesehen. Die kann man nicht mal in der Vorschau sehen. Okay. Aber auch vor Jules Verne gibt es hier diverse Sachen, die man nur mal eben angucken darf. Sonst muss man sie erst kaufen, ne? So. Ja, Kleopatra. Nee, Zerzura. Ja, sieht aber sehr nach Ägypten aus. Ne? Irgendwie. Oder ist es hier, wie heißt der Planet von Stargate? Ich weiß es nicht mehr, ich komme gerade nicht drauf. Ah, doch, die Goa'uld. Die Goa'uld landen immer hier. Ja, das ist der Planet. Komme ich jetzt nicht drauf? Nein, ist egal. Also da sind schon Bahnen bei. Und so viel ich gesehen habe, kosten die immer. Ah ne, der kostet sogar 3,99. Okay. Muss man jetzt nicht verstehen. Ach so. Hätte ich jetzt nicht machen sollen. Hätte ich jetzt nicht machen sollen. Abbrechen wollte ich sagen. So. Tempel, da ist es dann noch mal in Abenddämmerung. Ah, selber Parcours in der Abenddämmerung. Ah, schöne Spiegelung hier in dem Marmorboden. Dann haben wir noch, was haben wir da noch? Atlantis. Oh, gibt es auch Atlantis? Schön. Aquaman lässt grüßen. Ja, das ist auch sehr nett. Da unten schwimmen die Haie im Karree. Hier die kleinen Fische. Unfassbar, diese kleinen Fische, die hier rumschwimmen. Da auch, da auch.
Also schon genial gemacht. So, und das Ganze haben wir dann wahrscheinlich auch nochmal in Abendstimmung. Denke ich, ja. Wow. Das Ganze in Abendstimmung mit fluoreszierenden Anemonen und Korallen und was auch immer. Toll. Und ach so, fluoreszierenden Fischchen natürlich auch. Also das ist schon schön, aber 2-3 Euro. Dann haben wir hier noch Eldorado. Das sieht so nach den alten Inkas irgendwie aus. Ja. So ein alter Inka-Tempel. Und die Dinger sind dann hier, ach so, hier so verstreut zwischendrin. Die fallen natürlich in dem grünen Umfeld hier kaum auf. Das sieht man dann wahrscheinlich eher in der Abendstimmung. Eldorado, die unteren sind dann immer die schweren. Ja, okay, da brennen dann ein paar Feuerchen mehr. Und irgendwie scheint es zu donnern und zu blitzen. Okay. Man sieht die Blitze nicht wirklich, aber man sieht das Leuchten. Da von dahin kommt ein Fluss. Ja, ist schon hübsch. Gebe ich alles zu. Shangri-La. Jetzt ziehen wir auch durch und gucken uns alle mal einmal an. Ja, doch, sehr schön. Auch sehr schön. In Abendstimmung. Ach, da fliegen dann hier diese kleinen Laternen rum. Guck mal, in der Laterne ist sogar das Teelicht. Unfassbar. Also das ist halt, das ist wieder so typisch VR, weil dass man von unten mal eben reingucken kann. Ne? Sehr schön, sehr stimmungsvoll, wie die Asiaten das halt immer können. Geht nicht. Das hätte man ja umsetzen können, oder? Dass man das wegpusten kann. Nein, Scherz. So, was haben wir noch? Shangri-La Garden of Babylon. Sind das nicht die hängenden Gärten? Oder waren das andere? Waren das die hängenden Gärten von Babylon? Naja, nicht wirklich. Hier hängt nichts. Wasserfall. Wow, da hinten irgendwie eine größere Stadt. Das ist dann Babylon wahrscheinlich. Sieht jetzt ein bisschen trist aus. Aber hat was. Hier, dieser, also der Parcours. Achso, mittendrin sind wir irgendwo. Da ist ein Anleger. Achso, Größenverhältnisse kann man jetzt hier erahnen. Ich dachte, das wäre ein Ruderboot. Nein, das ist ein vollständiger Zweimaster. Ja, okay. Schick gemacht. Schmetterlinge fliegen da rum. Und natürlich auch nicht alle gleich schnell und gleichförmig. Man sieht da kaum Muster. Das ist schon toll gemacht. Toll animiert. Wasseranimationen angedeutet. Alles gut. Alles gut. Ne? Und das Ganze, das Ganze kann man uns jetzt nochmal angucken. Ne? Wenn es Abend ist. Ja, wenn das Licht aus ist, weiß ja hier die ganzen Gaspreise, deswegen gibt es hier nur Holz und Kohle. Schön gemacht, sehr schön gemacht. Da hinten ist ein Zebrastreifen, hä? Nein. Da hinten ist eine Schwimmhalle oder sowas? Nee, das ist eine normale Bahn. Da oben ist aber Wasser, hier mittendrin, Dampfbad oder was ist das? Oder, ach nee, das sind Bubbles, hier geht's runter. Schön gemacht. Echt. Ja, alles toll. Und was kostet Shangri-La in echt? Was kostet Shangri-La in hier? 2,99. Okay, und da oben? In Normalschwer auch 2,99. Ja, ja, okay. Aber auch hier sind schon vier. Ja. Sweetopia. Das ist so ein Ding, wo man Diabetes kriegt. Ja, das ist so ein bisschen, da kriege ich einen Zuckerschock, wenn ich hingucke. Dann haben wir Labyrinth.
Das Labyrinth, ne? Nicht? Ja, das sieht wirklich nach Labyrinth aus. Labyrinth im... Oh, hier geht's los. Oh, ich habe hier abgekürzt von 4 nach 9. Okay, da muss man den Krieger machen. Schön. Das gucken wir uns aber nochmal im Dunkeln an. Gemacht. Mysterious. Okay. Interessant. Natur verbunden mit Technik. Das Ding bewegt sich. Hier ist ein komischer... Das Zahnrad, da oben ist so eine komische Kuppel mit Technik drin. Schick, schick, schick. Habe ich jetzt direkt auf schwer geschaltet? Anscheinend, ja. Das, oder war das Mist? War das? Ja, okay. Das ist das Normale. So, und dann haben wir noch Upside Down. Australien. Nein. Ach so, Upside Down, okay. Ja, das ist, huch. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber guckt euch die Details an. Da ist ein kleiner Karton und in dem kleinen Karton, ups, sind kleine LPs. Für die Jüngeren unter uns, das sind die MP3s in Pappschachteln. Hammer. Hammer. Aber verwirrend, oder? Also wenn die Treppen falsch rumhängen und die Laternen und der Bürgersteig über einem. Das ist so ein bisschen hier Leonardo DiCaprio in, wie hieß der Film, in, ach, ihr wisst, wie ich nicht meine. Schick, also der fühle ich echt gut. Aber wenn man dann Kopf überhängt beim Spielen, ob das so angenehm ist, aber den will ich mir jetzt aber noch mal eben, ne, den möchte ich jetzt mal im Dunkeln noch sehen. Da kommt gerade ein Auto an. Hammer. Hammer. Hier ist eine Bahn, die im Oval geht. Da kommt ein Polizeiauto an. Und hier ist eine Leuchtreklame oder sowas. Ein schwebender. Dafür sind die Kisten verschwunden. Wahrscheinlich sind die umgezogen. Hammer. Echt cool. Da oben hängen noch ein paar andere Städte rum. Also, sagen wir so, das ist schon genial gemacht. Aber wir warten mal ab. Vielleicht gibt es demnächst ein Paket. Ein Erweiterungspaket für irgendeinen Preis. Und dann sind alle freigeschaltet. Es sind ja diese, wie gesagt, die sagen Sachen mit... Jules Verne, die sind angekündigt, dass sie demnächst erscheinen. Vielleicht gibt es da so ein Erweiterungspaket, dann hat man alles auf einmal. Einzeln kaufen finde ich jetzt ein bisschen übertrieben für ein Spiel, was im Start, glaube ich, 14,99 gekostet hat. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, also, das muss nicht sein, oder? Was war das? Das war... Donkey Shot haben wir gespielt. Bogies Bonanza haben wir auch gespielt. Ja, das soll es auch jetzt sein, gewesen sein für den Augenblick.